Okay, hi David hier mit dem Thema Nintendo Joy-Cons von der Nintendo Switch lösen und sie wieder einrasten. Also das hier und das hier sind Joy-Cons. Jetzt, ne, sagen wir mal, es gibt Leute, die vielleicht nicht wissen, wie das geht. Also weil man kann den halt so nicht bewegen. Ne? Also ne, der ist halt verschlossen, sag ich mal, eingerastet. Es gibt hinten auf dem Joy-Con so ein Knopf hier, den drückt man rein, also reindrücken, ne? Reindrücken, festhalten und dann kann man das Ganze hochziehen. Man könnte jetzt das Ganze wieder reinstecken, ja, also könnte man wieder reinstecken, aber sagen wir mal, wir nehmen den einfach mal raus und machen das bei den anderen auch nochmal. Also hier ist auch wieder ein Knopf, reindrücken und kann das Ganze rausziehen. Ja, also so löst man schon mal die Joy-Cons von der Nintendo Switch. Wenn wir das Ganze jetzt wieder reinstecken wollen, also, ne, wir nehmen Nintendo Joy-Con, stecken den hier rein. Und das Coole ist, man weiß, wann der eingerastet ist, dann gibt es so einen Sound. Warte mal, also nehmen wir mal nach ganz unten. Ne, also man hört es klick. Und hier nochmal. Das Ganze auch nochmal. Also, rein. Und klack. Ja, also man weiß dann, dass das eingerastet ist. Okay, das war ein kurzes Video zum Thema Joy-Cons lösen und Joy-Cons einrasten. Ich hoffe, das Video konnte einigen weiterhelfen. Mein Name ist David und danke fürs Zuschauen und ich hoffe, man sieht sich im nächsten Video schon wieder.